Herzlich willkommen. Ich habe Ihnen das Bild eines ungleichen Paares mitgebracht. Eos, die Göttin der Morgenröte, und ihr Gatte Tithonos, lateinisch Aurora und Tithonus. Wie man auf dem Bild erkennen kann, besteht zwischen den beiden scheinbar ein großer Altersunterschied. Sie wirkt jung und dynamisch, er liegt etwas erschöpft da und scheint auch stark ergraut zu sein. In Wirklichkeit ist sie viel älter als er, denn sie ist eine unsterbliche Göttin. Er hingegen ist ein sterblicher Mensch. Sie hat für ihn beim Götterherrscher Zeus, lateinisch Jupiter, die Gabe der Unsterblichkeit erbeten, hat dabei sich aber etwas nachlässig ausgedrückt und nicht auch um ewige Jugend gebeten. Deswegen ist Tithonus nun unsterblich, aber er altert. Nach der Erzählung des Ovid soll er schließlich so schrumpelig und vertrocknet geworden sein, dass er in eine Zikade verwandelt wurde. Diese traurige Geschichte stammt aus der griechischen Mythologie, sie scheint aber den Römern gefallen zu haben, deswegen beschäftigt sich wohl auch Ovid mit ihr, denn zumindest in einer bestimmten Epoche der römischen Geschichte entspricht sie dem römischen Verständnis in der Religion und im Recht. In der römischen Religion ist es ganz typisch, dass man sehr genau auf die Formulierungen achtet, wenn man mit den Göttern spricht, wenn man ihnen ein Opfer verspricht, damit man nur unter den vorgegebenen Bedingungen auch seine Verpflichtungen gegenüber den Göttern zu erfüllen hat. Und im römischen Recht ist zumindest die archaische Zeit von demselben Wortformalismus beherrscht. Der römische Jurist Gaius berichtet, dass es im archaischen Prozess ausreichte, ein einziges falsches Wort zu sagen, um den Prozess zu verlieren. Also so wie Aurora sich ein bisschen nachlässig ausdrückt und damit den Erfolg ihrer Bitte zerstört, so kann es tatsächlich im römischen Zivilprozess in der archaischen Zeit passieren, dass ein falsches Wort, Weinreben statt Bäume, dazu führt, dass man den begehrten Ersatz für die Zerstörung von Weinreben nicht bekommt. Wie es zu dieser Struktur des Prozessrechts kam und was davon noch bis in die klassische Zeit erhalten blieb, darum geht es in der heutigen Vorlesungseinheit. Thema der heutigen Stunde ist das archaische Prozessrecht und der Untertitel der Vorlesung ist die Legis Actionen. Das ist insofern nicht ganz präzise, als zwar das Prozessrecht der ältesten Zeit, soweit wir das wissen können, von den Legis Actionen als Form des Prozesses geprägt ist. Und wir deswegen heute uns auch ausführlich darüber unterhalten, wie diese Legis Actiones gestaltet waren. Aber es ist charakteristisch für das römische Prozessrecht, dass verschiedene Formen des Prozesses aufeinander folgten und sich dabei überlappten. Es gab also in der Frühzeit den Legis Actionen-Prozess und dann in der vorklassischen und klassischen Zeit den Formularprozess und schließlich das sogenannte Kognitionsverfahren. Aber diese neuen Verfahrensformen verdrängten die jeweils vorige immer nur allmählich. Es gab also eine ganze Zeit, wo Legis Actionen-Verfahren und Formularverfahren, die neuere Form des Prozesses, nebeneinander existiert haben. Und genauso gab es später eine Zeit, wo das Formularverfahren und das Kognitionsverfahren nebeneinander existiert haben. Es gab wahrscheinlich sogar eine Zeit, wo alle drei Prozessformen nebeneinander in der Praxis gebräuchlich waren, jeweils mit unterschiedlichem Anwendungsbereich. Insofern haben die Legis Actionen nicht nur für das archaische Recht Bedeutung, sondern auch noch für das spätere Recht. Eben deswegen berichtet uns auch noch der römische Jurist Gaius davon. Quellen für dieses ältere Prozessrecht sind zum einen das Zwölftafelgesetz und zum anderen eben eine längere Passage bei dem klassischen Juristen Gaius, die ich Ihnen auf das Arbeitsblatt der heutigen Stunde gedruckt habe. Die Texte zum Zwölftafelgesetz finden Sie im Arbeitsblatt für die vorige Vorlesungseinheit. Für Gaius gilt natürlich, was wir schon öfter gesagt haben, er schreibt als klassischer Jurist im 2. Jahrhundert nach Christus. Soweit er also über die Legis Actionen der Frühzeit berichtet, ist er als Quelle mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Soweit er über das berichtet, was von den Legis Actionen noch zu seiner Zeit übrig ist, liegt es nahe, dass das Recht zuverlässig ist. Bevor wir uns im Einzelnen mit den Quelltexten
aus den beiden Arbeitsblättern, auf den beiden Arbeitsblättern befassen, möchte ich gern auf eine Besonderheit des römischen Prozessrechts hinweisen, die sich aus den Quellen, die wir heute lesen können, nur in Ansätzen erahnen lässt, nämlich die charakteristische Zweiteilung des Erkenntnisverfahrens. Ich habe Ihnen hier eine Grafik mitgebracht, die den gesamten Ablauf des Prozesses in insgesamt 4 Stationen beschreibt. Am Anfang steht das Ladungsverfahren. Klar, es muss erstmal dafür gesorgt werden, dass die Parteien vor Gericht erscheinen, dass insbesondere auch der Beklagte über das Verfahren informiert ist. Und am Schluss steht die Vollstreckung. Auch das ist klar, denn Ziel des Zivilprozesses früher wie heute ist ja, dass der Kläger einen Anspruch, den er behauptet zu haben, durch den Richter festgestellt bekommt und dann aufgrund dieses Urteils den Beklagten zwingt, den Anspruch auch zu erfüllen. Deswegen steht am Ende ein Zwangsvollstreckungsverfahren. Alternativ dazu gäbe es im modernen Prozess noch die Möglichkeit, durch Rechtsmittel das Urteil anzufechten. Das hat sich in Rom erst später entwickelt und ist deswegen auf dieser Folie zum archaischen Recht noch nicht verzeichnet. Zwischen Ladung und Vollstreckungsverfahren steht das eigentliche Erkenntnisverfahren, also das Verfahren, in dem eben entschieden wird, ob der behauptete Anspruch besteht oder nicht. Dieses Verfahren ist in Rom nochmal zweigeteilt und das hat im modernen Prozess kein Äquivalent in eine erste Verfahrensstufe in jure und eine zweite Verfahrensstufe apud judicem. Das Verfahren in jure, das den Anfang macht, bedeutet ein Verfahren vor dem Gerichtsmagistrat, also einem der römischen Beamten, der auf so einer Sella Curulis, wie sie unten abgebildet ist, das war das Amtsinsigne der römischen Beamten, eine solcher Sitz, zu Gericht sitzt und hört, was die Parteien zu sagen haben. Für die Rechtsprechung war in der Römischen Republik der Prätor zuständig, das ist der zweithöchste Beamte, er hat diese Rolle wahrscheinlich vom König geerbt und saß also auf dem römischen Forum in der Nähe des oder auf dem Comitium, dort wo auch die Volksversammlung sich zu versammeln pflegte, in der Nähe der Fundstelle von dem schwarzen Stein mit der seltsamen Inschrift, über die wir in der ersten Stunde gesprochen haben. Dort saß der Prätor und Parteien konnten ihn ansprechen, die ein Gerichtsverfahren hatten. Dorthin wurde also auch nach der Ladung der Beklagte vom Kläger gebracht. Und diesen Ort, wo der Prätor zu Gericht sitzt, nennen die Römer Jus. Jus bedeutet also einerseits Recht, andererseits aber auch die Gerichtsstätte. Der Prätor entschied aber nicht selbst durch Urteil, sondern er hörte sich nur an und entschied, ob das, was die Parteien ihm vorbrachten, überhaupt die Behandlung in einem staatlichen Gerichtsverfahren rechtfertigte. Wenn ja, dann ernannte er für die weitere Durchführung des Verfahrens einen Richter, Judex, und dieser Judex führte dann den Rest des Verfahrens und sprach das Urteil. Man sagt manchmal, der Richter ist ein Laienrichter. Das ist insofern nicht ganz richtig, als das anzudeuten scheint, der Richter hatte keine juristische Ausbildung. Das stimmt zwar, in dieser frühen Zeit hatte der Richter sicher keine juristische Ausbildung, der Prätor aber auch nicht. Andererseits waren beide, Prätor und Richter, Angehörige der römischen Oberschicht und hatten deswegen gewisse Rechtskenntnisse. Der Unterschied zwischen beiden Rollen ist nur der Prätor ist für ein Amtsjahr gewählter Beamter, der Judex ist kein Amtsträger, sondern hat nur die Aufgabe, ad hoc diesen einen Prozess durchzuführen. Insofern ist er einem Laienrichter etwa in einer amerikanischen Jury vergleichbar, aber nicht von seinem Bildungsgrad im Vergleich zu dem Amtsträger, der ihn beauftragt hat. Schauen wir uns nun also zunächst mal das Ladungsverfahren näher an. Das ist in den 12 Tafeln recht gut beschrieben. Und danach fängt das Ladungsverfahren an damit, dass der Kläger den Beklagten auffordert, ihm zu Gericht zu folgen. In jus vocare rufen ins jus, das heißt eben zur Gerichtsstätte des Prätors. Es gibt also im römischen Recht, und zwar sowohl im Legisaktionenverfahren als auch später im Formularprozess, keine Ladung durch das Gericht. Das ist heute anders. Heute reicht man die Klageschrift beim Gericht ein und das Gericht stellt dann die Klageschrift an den Beklagten zu und lädt auch die Parteien zum Termin. In Rom ist es Sache des Klägers, den Beklagten mit zum Gerichtsmagistrat, zum Prätor zu bringen. Das wirft natürlich die Frage auf, was passiert, wenn der Beklagte keine Lust und Neigung hat, dem Kläger zu folgen. Was dann geschieht, ist aber in den 12 Tafeln sehr detailliert geregelt und die Regelungen sind uns auch überliefert. Dem
Kläger wird zunächst mal auferlegt, Zeugen anzurufen für das, was jetzt kommen soll. Was nämlich folgt, ist gewaltsame Selbsthilfe. Das heißt, der Kläger ist jetzt berechtigt, den Beklagten mit Gewalt zum Gericht zu bringen. Und zum Beweis dafür, dass diese Gewalt rechtmäßig ausgeübt wurde, dass sie die Folge einer Weigerung des Beklagten war, zur Gerichtsstätte mitzukommen, soll der Kläger Zeugen anrufen. Hat er das getan, dann darf er den Beklagten packen, und wenn er weiter Widerstand leistet, dann darf er zur förmlichen Manus Injectio schreiten. Das ist offenbar etwas mehr als nur ergreifen, das ist eine förmliche Verhaftung. Wir kennen das auch im modernen Recht noch, aber nur im Strafrecht, in § 127 StPO, dass ein Bürger, der das Recht hat, einen Straftäter, den er auf frischer Tat ertappt, zu verhaften, unter bestimmten Voraussetzungen. So etwas haben wir hier also auch, aber eben im Bereich des Zivilprozesses. Der Kläger darf den unwilligen Beklagten verhaften. Das ist also eine gewaltsame Festnahme, hat aber auch Rechtsfolgen, nämlich die, dass der Beklagte gewissermaßen seine Fähigkeit, selber vor Gericht für seine Rechte einzustehen, verliert. Er kommt jetzt aus der Gewalt des Klägers nur noch heraus, wenn sich ein Windex findet, der ihn sozusagen wieder rauspaukt und zugleich dafür birgt, dass er zu gegebener Zeit in Jure erscheint. Weil also der Windex dafür bürgen muss, dass der widerspenstige Beklagte dann auch wirklich kommt, muss er zahlungskräftig sein. Und deswegen bestimmen die 12 Tafeln, dass er ein Landbesitzer sein muss. Wenn der Beklagte Landbesitzer ist, dann ist ja zu erwarten, dass es auch um größere Summen geht. Und dann muss eben der Bürger so leistungsfähig sein wie derjenige, für den er eintritt. Deswegen diese Regelung. Ansonsten ist nur noch geregelt, dass der Kläger unter Umständen dem Beklagten Zugvieh stellen muss, wenn der Beklagte sagt, er ist zu gebrechlich, um zu Fuß zu gehen. Es sollte also auf diesem Wege, im Weg der Selbsthilfe, gelingen, den Beklagten vor Gericht zu bringen. Wenn das nicht gelingt, kann das Verfahren nicht weiterlaufen. Es gibt dann unter Umständen indirekte Möglichkeiten, den Lasungsungehorsam zu bestrafen, jedenfalls in späterer Zeit. Aber das Verfahren, wie wir es kennen für die Legis Actionen, hängt davon ab, dass beide Parteien vor dem Richter sind. Nur dann können nämlich auch die feierlichen Formeln gesprochen werden, die wir uns jetzt näher ansehen müssen. Es klappt jetzt in der Darstellung der 12 Tafeln eine große Lücke. Deswegen wenden wir uns dem Gaius-Text zu. Dort sind nämlich die einzelnen Legis Actionis, die zur Verfügung standen, beschrieben. Und diese Legis Actionis sind die Formen, in denen sich das Erkenntnisverfahren abspielte. Insbesondere sind sie bestimmt für das weitere Geschehen in Jure, also vor dem Prätor. Die Darstellung in den 12 Tafeln hat hier eine Lücke und setzt erst wieder ein mit Bestimmungen, die dann schon das Verfahren vor dem Richter apud judicem betreffen. Nach Gaius gibt es 5 Legis Actionis. Davon sind aber nur 3 Klageformen, die die Gestaltung des Erkenntnisverfahrens betreffen, und 2 sind Vollstreckungsverfahren. Deswegen habe ich hier, anders als das oft geschieht, Legis Actio auch nicht mit Klage übersetzt, sondern mit Handlung. Actio kann im römischen Recht Klage bedeuten, und die ersten 3 von diesen Legis Actionis kann man auch als Klagearten, eben als bestimmte Arten mit bestimmtem Ziel, das Erkenntnisverfahren durchzuführen, verstehen. Aber die letzten beiden setzen voraus, dass ein Erkenntnisverfahren schon durchgeführt wurde, gehören eben zur Vollstreckung, und die kann man insofern nicht als Klagearten bezeichnen. Deswegen muss man Actio wohl hier mit der Alternativbedeutung Handlung übersetzen. Legis Actionis sind also dann Handlungen nach Gesetz, also Rechtshandlungen nach Gesetz. Warum Legis Actionis, warum nach Gesetz? Dafür versucht Gaius selbst in dem Quellentext eine Begründung. Er sagt, vielleicht deswegen, weil diese Legis Actionis durch Gesetz eingeführt wurden oder weil sie sich an das Gesetz anlehnen. Diese Deutung ist durchaus denkbar, wird auch von manchen modernen Wissenschaftlern geteilt. Mir gefällt eine andere Ansicht besser, die darauf hinweist, dass Lex nicht nur Gesetz heißt, sondern auch allgemein vorgeschriebene Worte oder man könnte fast sagen, vorgefertigte Texte sind Legis. Insofern könnte Lex hier auch einfach heißen, ein Formular, ein vorgefertigter Spruch, und Legis Actionis wären dann rechtliche Handlungen nach einem vorgefertigten Formulartext oder rechtliche Handlungen nach vorgefertigtem Text einfach.
Und das passt ganz gut zum Charakter dieser Legis Actionis, denn die sind alle dadurch gekennzeichnet, dass ganz bestimmte feierliche Worte gesprochen werden müssen. Deswegen hatte ich ja schon eingangs darauf verwiesen, dass im römischen Prozess kein falsches Wort fallen darf, dass es ganz entscheidend ist, im archaischen Prozess die richtigen Worte zu sagen. Und das kommt vielleicht auch in dieser Bezeichnung als Legis Actio zum Ausdruck. Schauen wir uns also die drei Prozessklageformen und später dann auch die zwei Vollstreckungsformen näher an. Am Anfang steht die Legis Actio Sacramento, die Klage mit Hilfe einer Prozesswette, dem sogenannten Sacramentum. Was das genau heißt, schauen wir uns gleich noch näher an. Zunächst mal zum Anwendungsbereich. Es gibt diese Legis Actio Sacramento in zwei Varianten. Zum einen als Klage in rem auf eine Sache gerichtet oder als sogenannte dingliche Klage. Da geht es also um die Herausgabe einer Sache mit der Behauptung, sie ist mein Eigentum. Das können Sie der Formel, die Gaius dafür nennt, entnehmen, dass es da um die Herausgabe des Eigentums geht. Und wahrscheinlich auch um den Fall, dass eine ganze Erbschaft, also eine Gesamtheit von Sachen, herausverlangt wird. Wenn es um eine einzelne Sache geht, dann ist das ein Vorläufer unseres Paragraphen 985 BGB. Wenn es um die Herausgabe eines Nachlasses im Ganzen geht, das hatte für die Römer besonders große Bedeutung, weil sie dem Erbrecht insgesamt so große praktische Bedeutung beigemessen haben, dann haben wir es zu tun mit einem Vorläufer der sogenannten Erbschaftsklage nach Paragraph 2018 BGB. Daneben gibt es die Legis Actio Sacramento in Personam, die wahrscheinlich für Ansprüche aller Art gegen eine bestimmte Person, sogenannte schuldrechtliche Ansprüche oder persönliche Ansprüche, einschlägig war. Dazu gehören also Geldschulden, aber wohl auch Schulden aus unerlaubter Handlung. Und zwar in der Weise, dass möglicherweise ursprünglich nicht nur eine Geldzahlung als Buße verlangt werden konnte, sondern auch in diesem Verfahren entschieden wurde darüber, ob jemand sich einer bösen Tat schuldig gemacht hat und deswegen die Talion, die das Vergelten von Gleichem mit Gleichem über sich ergehen lassen muss. Es könnte also sein, dass im Wege dieser Legis Actio Sacramento in Personam auch über ein Recht auf Rache entschieden wurde. Sie erinnern sich, in der letzten Stunde haben wir diese 12-Tafel-Anordnung. Wenn ein Körperglied beschädigt wird, soll es die Talion geben, gelesen. Ein solcher Anspruch auf Rache könnte auch in diesem Wege ausgeurteilt worden sein. Warum nun Sacramentum? Das Sacramentum hängt zusammen mit dem römischen Wort Sacer, von dem Sie ja schon wissen, dass es in der römischen Rechtssprache eine besondere Bedeutung hat. Sacramentum ist etwas, das Sacer macht, und Sacer heißt einerseits heilig, andererseits den Göttern und ihrer Rache verfallen. Das erklärt auch schon, warum das Wort später in der christlichen Theologie eine Rolle spielt, warum wir noch heute von Sakramenten sprechen. Aber wenn wir diese Doppelbedeutung heilig, aber auch den Göttern verfallen im Auge behalten, dann erläutert sich auch, warum das Wort für den Eid steht. Denn einen Eid schwören bedeutet ja etwas versprechen oder etwas behaupten und die Strafe Gottes oder der Götter auf sich herabrufen, wenn das nicht zutrifft. Also wenn ich heute sage, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe, dann kann das den Sinn haben, Gott strafe mich, wenn das, was ich da schwöre, nicht richtig ist. Und bei den Römern war es ganz entschieden so, dass ein Eid die Rache der Schwurgottheit, bei der man schwor, also Jupiter oder eine andere Gottheit, auf den herabrief, der einen Eid leistet. Deswegen durften bestimmte Priester auch in Rom nicht schwören. Die waren ja zuständig dafür, die Beziehungen zu den Gottheiten zu regeln. Und der römische Staat war der Meinung, dass man es sich nicht leisten kann, dass Leute mit einer solchen wichtigen Aufgabe im öffentlichen Interesse der Rache der Götter verfallen, weil dann der Zorn der Götter die ganze Stadt treffen könnte. Also Eid heißt Sacramentum, weil man sich damit potenziell der Rache der Götter ausliefert und damit zum Sacer macht. Und wahrscheinlich hieß Sacramentum auch im Zusammenhang mit der Legis Actio Sacramento ursprünglich Eid. Denn es ist naheliegend, dass das Verfahren ursprünglich durch eidliche Rechtsbehauptungen der Parteien in Gang kam, dass man, um überhaupt die staatliche Gerichtsbarkeit für den Fall zu interessieren, einen Eid schwören musste. In dem Formular, das Gaius uns überliefert für die Legis Actio Sacramento in rem, gibt es immer noch feierliche Rechtsbehauptungen, also beide Parteien müssen behaupten, dass die Sache, um die der Streit geht, ihnen gehört. Diese Behauptung war wohl ursprünglich eine Behauptung, die beschworen werden musste. Wenn man einen solchen Eid leisten musste, um den Prozess in Gang zu setzen, heißt das zugleich, eine von beiden Seiten wird, wenn auch vielleicht unabsichtlich, eidbrüchig.
und verfällt also wiederum der Strafe der Götter, denn eine Partei wird ja den Prozess verlieren. Und möglicherweise war der Wetteinsatz, der bezahlt werden muss, diese Geldsumme, die jetzt mit dem Namen Sacramentum bezeichnet wird, ursprünglich eine Geldsumme, die der beleidigten Gottheit gespendet wurde, um ihren Zorn zu besänftigen. Dazu passt, dass es Berichte gibt, dass dieses Sacramentum, das verfiel, an einen Tempelschatz gezahlt wurde. Es könnte also sein, dass Sacramentum ursprünglich die eidliche Prozessbehauptung meint, die eidliche Rechtsbehauptung, die Sache gehört mir oder ich behaupte, du schuldest mir so und so viel Geld, und dass das Wort Sacramentum dann später auf den Wetteinsatz übergesprungen ist, also auf das Geld, das man einsetzt für die Richtigkeit seiner Behauptung, dass der Gottheit verfällt, wenn man verliert. So jedenfalls eine naheliegende Erklärung der Legis Actio Sacramentum. Also heute heißt, oder im entwickelten römischen Recht heißt Sacramentum die Wettsumme, und der Prozess besteht darin, dass eben darüber entschieden wird, welche von den beiden Parteien eine richtige Rechtsbehauptung aufgestellt hat und deswegen ihre Wettsumme behalten darf, die Wettsumme der anderen Seite verfällt. Damit können wir uns den weiteren Verfahrensarten zuwenden. Die Legis Actio per Judicis Arbitrive Postulationem ist wahrscheinlich eine spätere Entwicklung. Jedenfalls ist es ein Verfahren, wo es keine Eide und auch keine Wettsumme gibt. Das hängt vielleicht mit dem Anwendungsbereich zusammen. Nach Gaius ist dieses Verfahren einerseits für Schuldversprechen in der Form der Sponsio einschlägig, andererseits für sogenannte Teilungsklagen. Die Sponsio ist ein feierliches Versprechen, eine bestimmte Geldsumme zu zahlen oder eine andere Leistung zu erbringen. Auch dieses Sponsio war wohl ursprünglich eine Art von Eid. Wenn man das zugrunde legt, dann könnte man vielleicht sagen, hier gab es ja schon eine eidliche Behauptung und deswegen musste vielleicht im Prozess kein Eid mehr geschworen werden. Möglicherweise diente die Einführung eines neuen Verfahrens für Schulden aufgrund einer Sponsio auch dazu, die Schuldner vor unnötigen Kosten zu schützen. Denn das Sacramentum ist ja jenseits aller religiösen Deutungen eine zusätzliche Geldsumme, die man bezahlen muss bei Prozessverlust. Und bei Darlehensklagen liegt es nahe, dass der Schuldner, der das Darlehen zurückzahlen muss und deswegen verklagt wird, ohnehin nicht viel Geld hat. Wenn also typischerweise Schulden aus Sponsio Schuldversprechen waren auf Rückzahlung eines Darlehens, dann könnte es sein, dass man für diesen Fall dem beklagten Schuldner den zusätzlichen Verlust des Sacramentum ersparen wollte und deswegen ein Prozessverfahren entwickelt hat ohne Sacramentum, ohne zusätzliche Zahlungspflicht. Außerdem überliefert uns Gaius, dass das Verfahren der Legis Actio per Judicis Arbitrive Postulationem einschlägig war für Teilungsklagen. Einerseits dafür, dass ein Erbe unter Miterben aufgeteilt wurde, andererseits dafür, dass sonst eine Sache, die im Eigentum eines Einzelnen stand, die im Eigentum mehrerer stand, aufgeteilt wird. In beiden Fällen gibt es eigentlich keine widerstreitenden Rechtsbehauptungen, sondern der Richter wird angerufen, um unter die Parteien jeweils einen fairen Anteil zu verteilen. Weil es da also keinen Kläger gibt, der eine Rechtsbehauptung aufstellt, mir gehört die Sache, und der Beklagte sagt nein, sondern es gibt mehrere Beteiligte, die alle rechtmäßig behaupten können, die Sache gehört ihnen und der Richter soll nun richtig aufteilen. Weil es da keine widerstreitenden Rechtsbehauptungen gibt, kann man eigentlich auch nicht einen Wetteinsatz fordern und dann bestimmen, wer Recht hatte. Deswegen wird bei diesen Teilungsklagen auch ein anderes Verfahren angewendet. Und die dritte Form der Klage mit Hilfe einer Legis Actio ist die sogenannte Legis Actio per Conditionem. Auch da geht es anscheinend um Darlehen, aber wohl nicht um Darlehen, deren Rückzahlung in feierlicher Form durch Sponsio versprochen wurde, sondern um Darlehen, die formlos überlassen wurden. Im entwickelten römischen Recht gilt die Regel, dass ein Darlehen dadurch zustande kommt, dass die Parteien sich darüber einig werden und der Darlehensgeber die Darlehenssumme an den Darlehensnehmer auszahlt. Es bedarf dann keines förmlichen Rückzahlungsversprechens, nur der formlosen Abrede, dass das Darlehen nicht auf unbestimmte Zeit beim Darlehensnehmer bleiben soll, sondern irgendwann zurückgezahlt werden soll. Solche Darlehen ohne feierliches Rückzahlungsversprechen waren vielleicht ursprünglich nicht wirksam und man hat sie dann wirksam gemacht, indem man dafür eine neue Klage erfunden hat. Dafür spricht, dass die Formel, die bei der Conditio gesprochen werden musste, so wie Gaius sie uns überliefert, sich etwas vage verhält zum Rechtsgrund. Sie nennt nämlich keinen Rechtsgrund, sie sagt nur, dass eine bestimmte Geldsumme geschuldet wird. Das liegt möglicherweise daran, dass man den Schuldgrund hier nicht so präzise angeben konnte, wie in den
anderen Fällen und deswegen darauf in der Formel verzichtet hat. Das genau ermöglicht später der Conditio eine große Zukunft, weil sie damit auch geöffnet ist für andere Verfahren, wo man keinen bestimmten Schuldgrund angibt. Im entwickelten Recht ist die Nachfolgerin dieser Legis Actio, die Conditio, als Klage im Formularverfahren auch eine Klage auf Rückgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung, und deswegen heißen noch heute Ansprüche aus § 812 folgende Conditionen. Das hat mit dem ursprünglichen Charakter dieser Klage wenig zu tun, denn ihren Namen per Conditionem hat diese Legis Actio davon, dass der Beklagte nicht unmittelbar zu Gericht geladen wird, sondern ihm zunächst mal angesagt wird, dass in 30 Tagen Frist er vor Gericht sich rechtfertigen muss. Auch das passt gut zum Charakter als Darlehensklage im Ausgangspunkt. Der Schuldner bekommt damit eine letzte Chance zurückzuzahlen, ehe er vor Gericht gezerrt wird. So viel also zu diesen Arten der Legis Actionen, die Prozessverfahren sind. Die letzten beiden Legis Actiones, die Gaius aufzählt, sind, wie bereits erwähnt, Vollstreckungsverfahren. Den Vollstreckungsverfahren widmen wir uns erst im Anschluss. Jetzt müssen wir zunächst mal noch einen Blick auf den Fortgang des Verfahrens werfen. Für jede der hier genannten Legis Actiones nennt uns Gaius ja bestimmte Wortformeln, die gesagt werden müssen. Und eben da ist die große Bedeutung der Worte. Wenn man da was Falsches sagt, verliert man gleich. Das Verfahren wird man sich im Ganzen so vorstellen dürfen, dass die Parteien vor dem Prätor erscheinen, der Prätor zunächst mal sich formlos berichten lässt, worum es geht, dann eben entscheidet, ob überhaupt ein Verfahren veranlasst ist und gegebenenfalls dann die Parteien ihre Sprüche aufsagen lässt, auch selber seine feierlichen Worte spricht und einen Richter bestellt. Damit kommen wir zum zweiten Verfahrensabschnitt der Richterbestellung, dem Verfahren vor dem Richter. Dieser zweite Verfahrensabschnitt ist auf Tafel 1 und 2 näher beschrieben. Sie sehen da Angaben zum Verhandlungsort. Daraus geht hervor, dass das Verfahren vor dem Richter dort stattfinden kann, wo die Parteien es wollen. Nur wenn sie das nicht wollen, findet es auch wieder auf dem Forum und beim Comitium statt. Dann gibt es auch Vorschriften über die Zeit der Verhandlung und den Hinweis auf eine Art von Versäumnisurteil. Das ist bemerkenswert. Ich hatte Ihnen schon gesagt, der erste Verfahrensabschnitt in Jure kann nur stattfinden, wenn beide Parteien anwesend sind. Wenn es dem Kläger nicht gelingt, den Beklagten vor den Prätor zu bringen, dann findet das Verfahren nicht statt. Wenn aber mal ein Richter eingesetzt ist, dann kann dieser Richter notfalls auch in Abwesenheit einer Partei erscheinen. Er hat ja vom Prätor den Auftrag, in dieser Sache ein Urteil zu sprechen. Und wenn eine Seite nicht kommt, entscheidet er den Prozess ohne weiteres zugunsten der anderen Seite. Das steht auf Tafel 1.8. Weil deswegen es ganz zentral ist, dass man auch zum Termin erscheint, sind auf Tafel 2 Entschuldigungsgründe für Abwesenheit vorgeschrieben. Außerdem ist dort ein bisschen was zum Recht des Beweises geregelt. Am Ende des Verfahrens apud judicem steht dann das vom Richter gefundene Urteil. Und damit kommen wir zum Vollstreckungsverfahren, wo wir uns wieder an die 12 Tafeln und zugleich auch an Gaius halten können, weil wir dazu auf beiden Quellen etwas finden. Zunächst mal sehen wir bei den 12 Tafeln, dass auf die Fällung des Urteils eine 30-tägige Frist folgen soll, binnen derer der verurteilte Beklagte die Möglichkeit hat, freiwillig zu erfüllen. Da ist also wieder so eine 30-tägige Zahlungsfrist, wie wir sie auch schon bei der Conditio kennengelernt haben. Wenn dann keine Zahlung erfolgt, kommt es wieder zu einer Manus Injectio, die jetzt aber Legis Actio per Manus Injectionem heißt, also einen den Charakter einer Legis Actio hat. Und zwar muss der Kläger den Beklagten dazu nochmal vor den Prätor laden, und vor dem Prätor legt er dann förmlich Hand an ihn und verhaftet ihn rituell. Das nennt sich nun Legis Actio per Manus Injectionem, entspricht ansonsten in vielen Punkten der Verhaftung schon anlässlich der Ladung. Auch hier ist es so, der Schuldner verliert seine persönliche Freiheit, die Fähigkeit, selbst für seine Rechte einzutreten, braucht einen Vindex, der ihn rauspaukt. Das würde er tun, indem er die Schuld, die da festgestellt war, bezahlt. Geschieht das nicht, dann wird er eine Zeit lang in Haft gehalten. Während der Zeit muss er verpflegt werden. Auch das ist in den 12 Tafeln liebevoll geregelt. Und dann wird er an 3 Markttagen ausgeboten. Wenn sich dann immer noch niemand findet, der ihn befreit, wird er schließlich in die Sklaverei verkauft. Das steht nicht in den 12 Tafeln. Das wissen wir aus anderen Quellen, dass das
passieren kann. Und dieser Verkauf trans Tiberim, das heißt ins Ausland, jenseits der alten römischen Stadtgrenze, würde dann zur Befriedigung des Gläubigers führen. In den 12 Tafeln ist ein viel grausigeres Verfahren angedeutet. Da steht nämlich parte secantur, es sollen Teile geschnitten werden. Was das heißen soll, weiß man nicht genau. Die gruseligste Deutung wäre die, dass tatsächlich der Schuldner, nachdem er so lange seine Schuld nicht bezahlen konnte, rituell getötet und in Stücke geschnitten wird, damit jeder Gläubiger ein Fleischpfand, also einen Teil des Leichnams, bekommen kann. Dafür, dass eine solche grausame Deutung denkbar ist, spricht Verschiedenes, unter anderem der Stoff der Antigone-Sage, die Sie vielleicht kennen, die es ja auch in moderner Bearbeitung gibt. Antigone riskiert die Todesstrafe, weil sie ihre vor der Stadt gefallenen Brüder unbedingt beerdigen will, was ihr Onkel ihr nicht gestatten will. Das illustriert, wie zentral es für die Menschen der Antike war, ihre Toten zu begraben. Und man könnte sich vorstellen, dass dieser unbedingte Wunsch, die Toten zu begraben, dazu geführt hat, dass Verwandte eines Schuldners bereit waren, ihn noch nach seinem Tod auszulösen, diese Fleischwände auszulösen, um ihn eben ordnungsgemäß bestatten zu können. Und für die Möglichkeit eines solchen Fleischpfandes und einer wirklich körperlichen Haftung spricht auch, dass wir dieses Motiv der Haftung mit dem eigenen Körper noch bei Shakespeare im Kaufmann von Venedig haben, wo der Kaufmann von Venedig für ein Darlehen ein Pfund Fleisch zum Pfand gibt. In späterer Zeit war jedenfalls davon keine Rede mehr. Schon die Römer der klassischen Zeit haben gerätselt, was diese Anordnung bedeuten soll. Und auch der Verkauf in die Schuldsklaverei ist schon frühzeitig abgeschafft worden durch eine Lex Poetelia von 326 vor Christus. Danach gab es also die Möglichkeit, versklavt und ins Ausland geschickt zu werden, damit man keinen Mitbürger als Sklaven erleben muss. Nicht mehr. Es gab aber weiterhin die Möglichkeit, dass ein Schuldner beim Gläubiger seine Schuld abarbeiten musste. Dieses Verfahren war also üblich nach einem Urteil. Manchmal gab es auch die Möglichkeit, ohne Urteil unmittelbar zu vollstrecken. Das scheint insbesondere beim sogenannten Damnationslegat der Fall gewesen zu sein. Über Legate verschiedener Art sprechen wir im Erbrecht noch ausführlich. An der Stelle nur ganz kurz. Ein Damnationslegat ist eine testamentarische Anordnung, durch die der Erbe angewiesen wird, einen Teil des Nachlasses, den er vom Erblasser bekommt, an einen Dritten herauszugeben. Also beispielsweise, lieber Erbe, gib meine goldene Krone dem Titius oder gib 10.000 Sesterzen dem Titius. So ein Legat ist also eine Verpflichtung des Erben, die der Erblasser ihm auferlegt. Und das Wort dafür heißt Heres meus damnas esto, mein Erbe soll verpflichtet, eigentlich verdammt oder verurteilt sein, zu zahlen. Und man nimmt an, dass der letzte Wille eines Verstorbenen in alter Zeit so großen Respekt genoss, dass man aus einer solchen Anordnung unmittelbar ohne vorgeschaltetes Erkenntnisverfahren vollstrecken konnte, aufgrund des Testaments. Neben der Vollstreckung durch Manus Injectio mit der Folge, die wir jetzt diskutiert haben, gibt es als zweites Vollstreckungsverfahren bei Gaius noch die Pignoris Carpio, die Pfändung. Das klingt viel moderner. Pfändung als Form der Zwangsvollstreckung kennen wir noch im modernen Recht. Das spielt aber im römischen Recht, so wie Gaius uns das beschreibt, nur eine Nebenrolle. Man kann nur in ganz bestimmten Fällen pfänden. Im Wesentlichen sind das Schulden, an denen ein besonders staatliches Interesse besteht. Man könnte sagen, Schulden mit öffentlich-rechtlichem Hintergrund. Damit hätten wir das römische Zivilprozessverfahren nach den 12 Tafeln und nach Gaius einmal durchquert. Es bleibt die Frage offen, was bleibt nun vom Legisaktionenverfahren? Gaius selber sagt uns, das sei zunächst durch eine Lex Ebutia und dann zwei Leges Juliae zurückgedrängt worden. Wahrscheinlich war es so, dass das Formularverfahren sich als neue, flexiblere Prozessform zunächst in der Praxis durchgesetzt hat und das erst nachträglich durch diese Lex Ebutia schon in der Vorklassik legalisiert wurde, 2. Jahrhundert vor Christus, also dass zu dieser Zeit schon längst das Formularverfahren Fuß gefasst hatte. Die Leges Juliae haben dann das Formularverfahren zum allein zulässigen Verfahren gemacht, also das Legisaktionenverfahren abgeschafft. Das war zu einer Zeit, als eben schon die frühe Kaiserzeit begonnen hatte und als schon die ersten Anfänge des Kognitionsprozesses sich zeigten. Die Leges Juliae, die beiden zwei Gesetze, die von Kaiser Augustus erlassen wurden, haben aber das Legisaktionenverfahren nicht völlig abgeschafft, sondern in bestimmten Fällen blieb das bestehen. Zunächst mal für das Verfahren vor dem Centum Viralgericht. Das war ein besonders großes Gericht in Rom
wo statt einem Einzelrichter wie sonst Kollegien von ca. 25 Personen zu Gericht saßen. Dieses Zentrum Viralgericht war vor allem für große Erbschaftsprozesse zuständig. Es hat getagt in der Basilika Julia. Wenn Sie in Rom auf dem Forum waren, kennen Sie das Gebäude. Davon steht noch eine ganze Menge. Und dieses Gericht hat noch in der Kaiserzeit das altertümliche Verfahren der Legis Actio Sacramento beibehalten. Da gibt es jetzt aber eine ganz erstaunliche Komplikation. Wir haben vorhin gelernt, die Legis Actio Sacramento stand gerade für die Hereditatis Petitio, für die Erbschaftsklage zur Verfügung. Im späteren Recht war das Verfahren aber stark überformt und es wurde jetzt über eine sogenannte Präjudizialsponsion mithilfe der Legis Actio Sacramento in persona gehandelt. Das ist eine erstaunliche Komplikation und eigentlich auch eine Verdopplung der Strukturen, die wir von der Legis Actio Sacramento kennen. Denn die Präjudizialsponsion ist nichts anderes als ein Schuldversprechen, mit dem man auch wieder eine Geldsumme verspricht, falls eine bestimmte Rechtsbehauptung wahr ist. Das heißt, der Beklagte verspricht, ich zahle dir, lieber Kläger, so und so viel, wenn ich nicht wirklich Erbe bin. Und der Kläger verklagt ihn dann auf Zahlung und incident, um festzustellen, ob der Beklagte zahlen muss, stellt das Gericht dann auch fest, wer der wahre Erbe ist. Das ist in gewisser Weise ein ähnliches Verfahren, wie es bei der Legis Actio Sacramento bekannt ist. Man verhandelt nicht direkt über die eigentliche Streitsache, sondern darüber, wessen Behauptung zutrifft, und dafür ist eine Geldsumme aufs Spiel gesetzt, hier allerdings nur vom Beklagten. Und weil nun das eine Klage aufgrund einer Sponsio ist, auf einen Geldbetrag, ist einschlägig nicht mehr die Legis Actio Sacramento in rem, sondern die Legis Actio Sacramento in persona. Nach dem Zeugnis des Gaius würde man annehmen, es müsste die Legis Actio per judicis arbitrive postulationem sein. Das ist nicht der Fall, sondern es ist die Legis Actio Sacramento. Das passt immerhin zu unserer Annahme, dass ursprünglich die Legis Actio Sacramento für schuldrechtliche Ansprüche aller Art zuständig war und die Legis Actio per judicis arbitrive postulationem erst später entstand. Also, das wirkt auf uns ein bisschen von hinten durch die Brust geschossen. Es findet ja weiterhin das Legis Actionenverfahren statt, aber eben nicht, wie wir es erwarten würden, in der Form der Legis Actio Sacramento in rem, sondern erstaunlicherweise in der Form der Legis Actio Sacramento in persona. Die Legis Actio Sacramento in rem hat nur insofern noch ein Fortleben, als sie als erstarrtes Ritual noch existiert, nämlich als Übereignungsritual. Es gehört zum Wesen dieses Verfahrens, dass vor dem Prätor von beiden Seiten die heiligen Formeln gesprochen werden müssen. Das wird ja auch so beschrieben. Bei der Legis Actio Sacramento in rem muss erst der Kläger behaupten, ich behaupte, dass diese Sache nach dem Recht der Quiriten mir gehört. Dann behauptet der Beklagte dasselbe und dann beginnt der eigentliche Prozess. Wenn der Beklagte einfach stille schweigt, dann wird die Sache, die ja vor Gericht vorhanden sein muss, vom Prätor ohne weiteres dem Kläger zugesprochen. Das könnte man auch so eine Art Versäumnisurteil nennen, diesmal aber direkt vom Prätor und in Anwesenheit beider Parteien, weil der Beklagte sich nicht wehrt. Diesen Mechanismus hat man sich zunutze gemacht, um Gegenstände zu übereignen, in der Weise, dass der Eigentümer und Veräußerer die Beklagtenrolle übernahm und der Kläger und Erwerber der Erwerber die Klägerrolle und der Kläger dann sagte, die Sache gehört mir nach dem Recht der Quiriten und der Beklagte nicht widersprach. Und dann wurde die Sache vom Prätor dem Kläger zugesprochen. In dieser Form überlebt also die Legis Actio Sacramento in rem als sozusagen denaturierter Prozess noch im klassischen römischen Recht. Nach Gaius gab es dann noch einen Anwendungsfall für die Pignoris Capio, für diese Pfändung im Rahmen des Nachbarrechts. Ich habe das hier auf der Folie mit vermerkt, es soll uns jetzt aber nicht weiter beschäftigen. Auch ohne diesen Sonderfall bleibt es dabei, dass die Legis Actio noch im klassischen römischen Recht eine gewisse Rolle spielte. Das soll zum Thema der heutigen Stunde, zum Legis Actionenprozess genügen. In der nächsten Stunde wird es dann um das archaische Erbrecht gehen, weil dabei Familienclans eine große Rolle spielen, heißt die Stunde Clash of Clans. Ich hoffe, dass auch das wieder Ihr Interesse findet. Schauen Sie vielleicht im Vorfeld schon mal in das Arbeitsblatt 2, da finden Sie auch zum Erbrecht einiges und fragen Sie sich selbst, was Sie bei einer Exegese dem zum römischen Erbrecht der älteren Zeit abgewinnen würden. Für heute vielen Dank.